Jo, guten Morgen oder Abend. Ja, ich weiß nicht, was ich zu diesem Video sagen soll. Ich reagiere heute auf 24 Tims neuen Song. Oh, warte mal. Das Niveau hat gerade im Keller unten geschoben. Lass mich hier raus. Oh, ja. Ich habe ihn mir noch nicht angehört. Ich habe 10 Sekunden reingehört. Er ist nicht Copyrights. Das hat diese... Nein, ich sag's jetzt nicht. Gut, du. Ganz ehrlich. Ist es schlimmer wie jeder Preis? Weil... Ihr habt mal Kommentare durchgelesen und von diesen Kommentaren aus kann man schon allein sehen, dass dieses Musikvideo samt Lied dahinter scheiße wird. Ja, ich weiß auch nicht. Ich höre mir jetzt auch gerade zum ersten Mal an, also ich werde es gleich tun. Also schaut es einfach selber. Dann kann ich den Kackgrüße. Los geht's. Um Gottes Willen. Das hier geht an alle Menschen da draußen, die meinen immer noch mich und nur alle anderen nichts. In Schubladen stecken noch nicht. Zu müssen. Dankeschön. Die Schuhe. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Käppi oder Florenfarbe Pink. Boy, da. Das war auf jeden Fall ein Mensch, oder? Lauf mal einen Tag in meinen Schuhen. Nein. Wir sind am Start, Leute gucken. Bin ein bisschen wenig aus. Wisst ihr, was mit dieser Rinne? Das erinnert mich irgendwie an den Song von Katja Krasowitsch. Kommentare fake, alles so viel. Irgendwas sowas. Jetzt war 1000 Mal die Trends. Und die ist erinnert mich nicht mehr ändern. Also, das ist Musikvideo. Das wird die schlechte. Käppi, Ralf, Lauren, Farbe Pink. Farbe Ping. Farbe Fortnite Ping oder was? Lieber Tim. Oder liebe Tim. Was hast du da bei Ding? Komm aus dem Nichts, Katja auf Wish. Ja, ja, die ist auch schon da. Das ist mein Gesichtsausdruck gerade. Community strong, Leute lieben mein Shit. Aber gerade verstanden, die spielt Batman. Auch wenn ich nur zu Hause mit Bällen spiel. Drop meinen ersten Track auf nen krassen Beat. Sag, dass du ihn hast oder dass du's lebst. Fingernägel Gold, steh auf Bling Bling. Käppi, Ralf, Lauren, Farbe Pink. Das ist die Wo gerade aus dem Keller. Fresh Nails ist mein Ding Ding. Ich bin nicht dein Bro, ich bin 24 Tim. Entschuldigung, Chris, würde das Niveau wieder runterwerfen müssen in den Keller. Es wird wieder raus. Ja, du bist nicht mein Bro. Du bist meine Scheiße. Hätte jetzt so der Thomas gesagt. Also das Video ist feindlich gegen Leute, die keine Schwule mögen. Da fragst du manchmal wirklich. Du fragst du manchmal wirklich, ne? Da. Drop meinen ersten Track auf einen krassen Beat. Sag, dass du ihn hast oder dass du's lebst. Alter, warum ist da ein Ringbum, oder? Ja, da sieht man es vielleicht im Video. Da, da ist ein Regenbogen. Ich schau gerade mal aufs Video.
Markus Holmer war direkt dabei. Ja. Also wenn man da jetzt irgendwas sieht, irgendwas, was man auf YouTube nicht zwang darf. Wir sind ja Gott sei Dank nicht auf Twitch oder sowas. Weil ich hab mir vorher alles durchgelesen, was man auf YouTube zwang darf. Wie zum Beispiel halt eben pornografische Inhalte. Ja, ich glaube, das habe ich bei dem Video schon lang irgendwo in den Schublade gekehrt. Also ich sage schon die nächsten Strike, ja. Aber wohl, wenn es eher hochladen darf und wenn's. Nein. Wenn es der da unten oder der da unten zwangen darf, dann darf das ihr. Also, nehmen wir mal Schlusswort zum Zing. Was? Alter, du hast vielleicht mehrere tausend Euro in so ein Musikvideo gesteckt. Vielleicht 10.000. Nein, glaub ich glaube nicht, weil du hast nicht so viel Geld, so wie du auch schaust. Ja, also wirklich. Manchmal frage ich mich schon, was habe ich mir gedacht dabei? Aber bei diesem Video, ja, ich habe gesagt, ich habe mal Kommentare durchgelesen. Es sind Leute, ich bin dann auch noch zu Bibis Beauty Palace, zu Wattbub rübergegangen und habe mir da nochmal die Kommentare angeschaut, weil das war nämlich damals der meistgehassteste oder unbeliebteste Song auf YouTube der Deutschland-Geschichte. Naja, jetzt haben wir einen neuen Topper, aber das ist ja eine andere Geschichte. Alt nur ist ja, sagen wir es mal so, muss einfach nicht sein. 24 Tim oder dieses Viech, was auch immer das sei, ich bin jetzt nicht schwulenunfreundlich, ich bin jetzt nicht schwulenfeindlich, aber ganz ehrlich, wenn du so eine Scheiße holen möchtest, dann gehst nach OnlyFans oder was weiß ich. Aber, oder gehst zum, gehst zum Ja Olli. Ja, der Ja Olli, der wird dir sicher helfen. Aber weißt, wenn du helfen kannst, wenn du hobbylos bist, gehst zum Oliver Pocher und helfst ihm, dass er noch dämlicher wird. Habe ich dir. Warum? Merda! Jetzt haben die Übrigens nicht erwischt. Servus! Klopf an! Mein Frotzen geht kaputt!